Willkommen vor den Empfangsgerät. Ich bin Mongon Zerkom von den Frakta. Und das ist Terra Rising. Das ist ein Free-to-Play Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Terra Rising ist ein sehr schönes MMO. Das darf ich einfach mal so behaupten, obwohl ich es selbst noch nicht gespielt habe. Aber ich habe Clan-Kameraden, die das spielen. Und zwar teilweise schon relativ lange. Und mit denen ich das, also bei denen ich das schon auf dem Computer gesehen habe. Und jetzt heute werde ich noch keine Aufnahme mit dem zusammen machen, weil ich möchte jetzt einfach erstmal so Charaktergenerierung zeigen und wie ich ins Spiel so reinkomme. So allgemeines Blabla. Und aber in Zukunft kann ich mir gut vorstellen, habe ich ja gerade eben mit Bertix Fuzzi schon besprochen, dass wir noch mal zusammen da rumwuseln. Und auch der eine oder andere ist noch dabei. Ich muss mal gucken, der eine aus unserer Alley, ja, aus unserem Clan ist er noch in so einer Terra Rising Alley drin, dass ich vielleicht bei dem in die Alley reingehe. So wie ich das hier auch gemacht habe, dass ich bei den Minus-Kollegen bin, was Tranks Profit angeht. So, jetzt erstmal gucken. Es gibt eben PvE und PvP, wer das nicht kennt, ja, Player versus Environment, also Spieler gegen die Umgebung, was im Prinzip die, so die klassische Story-Modus ist. Man kloppt sich halt mit irgendwelchen Monstern rum, die von der KI gelenkt werden. PvP ist eben Player versus Player. Hier steht natürlich dann im Vordergrund, dass man sich mit anderen Spielern misst. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Terra auch ein Realm versus Realm bietet, also wo das PvP eingebettet ist. Also weiß nicht, ob ihr das kennt, also Realm versus Realm, also Königreich gegen Königreich oder Reich gegen Reich, ist halt besonders ausgebaut worden, ursprünglich mal bei Dark Age of Camelot. Da ging es eben darum, dass damals drei Königreiche gegeneinander kämpfen und da war dieses Player versus Player halt drin eingebettet. Es gibt jetzt aber Spiele, die haben das nicht, dass da Reiche sich kloppen, sondern dass das dann das Player versus Player zum Beispiel über Arenen läuft oder sowas. Ah ja, genau, hier World of Warcraft gibt es natürlich auch Realm versus Realm. Da kämpfen im Prinzip halt eigentlich nur zwei gegeneinander, eben die Horde gegen die Allianz. So, ich gehe jetzt erstmal auf einen PvE-Surfer mit einer mittleren, ne, das ist ein französischer, deutschen. Also interessant finde ich, dass die deutschsprachigen Surfer und die englischsprachigen sehr hoch ausgelastet sind. Ja gut, wenn es nur zwei deutsche Surfer gibt, dann wundert es mich nicht. Ja, jetzt habe ich nach. Jetzt habe ich aktualisieren gedrückt, oder? Ach, gerade eben wollte es kommen. Ungeduldiger Monty. Ja, wir haben die ganze Zeit schon mitgefahren bei World of Tanks und ich habe es wieder vergessen mitzuschneiden. Dabei hatten wir heute Abend so schöne Gegnerteams, an denen wir hätten voll existieren können, wie sinnlos es ist, sich hinten mit allen Mann reinzustellen und zu verteidigen, wenn man nicht in der Lage ist, Aufklärung zu betreiben. Also wir sind auf Teams getroffen, die hatten einen ganzen Haufen schwerer russischer Panzer und dann haben die sich hinten reingestellt. Jetzt kann man mit russischen Panzer nichts sehen, ja, die haben keine Aufklärungsreichweite. Das heißt, die haben die aus gemütlich aus Entfernung zusammengeschossen. Das war total das Schlachtfest. Da hätten wir, das wären ein paar schöne Videos gewesen, das viele Gelächter bei uns im Teamspeak. Problematisch ist natürlich immer, Scharmützel fahren wir meistens im Tier 6 Bereich, das heißt 7 gegen 7 Spieler. Und 7 Spieler, also 6 Spieler genauer gesagt, in meinem Teamspeak dazu zu bringen, dass sie, sagen wir mal, sich ein bisschen besser benehmen, wenn ich die Aufnahme drücke. Und zudem auch wirklich keine Klarnamen zu verwenden. Das ist so ein bisschen, der eine oder andere neigt dazu, dann das zu vergessen und dann kann ich hinterher wieder dran rumbasteln, weil dann das, auf der einen Seite wollen sie das nämlich nicht, dass ihre Klarnamen da drin vorkommen im Video, auf der anderen Seite labern sie selber raus, weil sie dann in der Hektik des Gefechts nicht mehr dran denken. So, dann erschaffen wir mal einen neuen Charakter. Weil mich jetzt erst hat wundert, dass ich kein Intro gezeigt bekomme, wie ich das letzte Mal das Spiel gestartet habe. Kam ein recht hübsch gemachtes Intro. Das ist jetzt irgendwie entfallen. Egal. So, also wir haben als Rasse den Mensch.
Männlein, Weiblein? Ja, ich würde hier den weiblichen Charakter bevorzugen. Ich habe die Tage mal wieder mich unterhalten mit dem Minus-Kollegen Dragon's Prophet, weil da spielen ja recht viele Mädels mit, was ich sehr erfreulich finde, weil das einfach sehr angenehmes Spielen ist mit den Mädels, weil die, naja, sagen wir es mal so, die so von der Themenauswahl sind das schon, sagen wir so, wenn ich mit denen zusammen versuche, ein Video aufzunehmen, muss ich nicht häufiger mal sagen, Mensch, jetzt muss ich jetzt wieder rausschneiden, jetzt hört doch sowas labern, wenn ich versuche aufzunehmen. Das ist aber die Kinderstube manchmal ein bisschen besser. Auf jeden Fall habe ich mich mit den Mädels unterhalten, weil die spielen lustigerweise fast alle männliche Charaktere. Und ich spiele ja oft weibliche Charaktere. Und die haben mir völlig recht gegeben. Wenn man schon die ganze Zeit so einen Charakter spielt und den ja meistens von hinten anguckt, dann will man ja wenigstens was Hübsches betrachten. Gut, kann man drüber diskutieren. So, da gibt's auch Klassen. Aha, Gott. Was war das jetzt passiert? Muss ich die erst als Kind spielen? Dann wächst die im Laufe des Spiels, oder was? Ja, ich geh mal zurück. Nee, nochmal zurück. Aha. Warum ist denn jetzt... Ah, nee, jetzt bin ich bei... Ah, okay, alles gut. Ich hatte es nicht gerafft, dass ein Einkling... Elin-Klingen-Tänzerin, eben Elin, zu den Elin gehört zu der Rasse und ich natürlich dann zu den Elin hüpfe. So, gucken wir mal, was sind denn Kastanik? Aha, sieht irgendwie elfisch aus. Oh, die starten scheinbar schon direkt mit dem High-Level-Rüstung. Weil klassisch ist es bei MMOs ja so, je weniger Stoff und Rüstungsteile in Rüstung besitzt, desto höher levelig ist die Rüstung, desto mehr Kampfboni bringt die bereits. Im Prinzip ist am Ende vom Spiel, wenn man die maximale Bestrüstung hat, ist der Charakter quasi nackt. Der trägt dann nur an irgendeiner Stelle so eine kleine Markierungsmarke, da steht dann halt dran, ultimativ Rüstung. So, Aman. Wenn ich jetzt die Kamera jetzt ein bisschen irgendwie drehen könnte, kann ich aber nicht. Das ist immer die gleiche Perspektive. Hörner, rote Augen, scheint so ein bisschen dämonenmäßig drauf zu sein. Also das Bild sieht nach einem Panda aus und das nach einem fetten Waschbär. Oder, ach, ja, nee, Zwergpanda-mäßig vom Gesicht. Übrigens eine interessante Tierart, leider ja auch wieder mal vom Aussterben bedroht. Aber welche Tierart ist das so allmählich nicht mehr? Ich glaube, außer der Wanderratte und der Stadttaube. Aber die... Nee, auf jeden Fall sind das deshalb hochinteressante Tiere, weil die eigentlich vom Gebiss und vom Magen-Darm-Trakt her Fleischfresser sind, sich aber rein vegetarisch vom Bambus ernähren. Und weil sie aber dafür eigentlich gar nicht vom Organismus eingestellt sind, extrem geringen Nutzen von dieser Nahrung haben und deshalb sehr viel davon futtern müssen, damit da irgendwas überhaupt bei rumkommt. Das finde ich hochinteressant. Okay, Elin ist irgendwie so ein Kinder mit Bunny-Ohren. Keine Ahnung, das ist wieder sowas Asiatisches, das verstehe ich nicht. Das muss ich auch nicht verstehen, das will ich auch nicht verstehen. Das finde ich irgendwie immer strange, sorry. Okay, das ist eine Art Steintroll. Irgendwas Trolliges. Irgendwas mit Stein. Keine Ahnung. Und bei Hochelf ist es klar. Das kennt ihr. Oh. Das sieht irgendwie nach Final Fantasy aus, der Typ. Gott, das überzeugt mich. Ich nehme Hochelf. Gott, was gibt's denn hier? Keine Ahnung. Ja, egal. Ist okay. Dann machen wir mal Klasse wählen. Okay, das finde ich unsinnig, die Bewaffnung. Da finde ich zwar die Rüstung sehr schick, auch wahrscheinlich wieder eine extrem hochwertige Rüstung, die hervorragenden Schutz bietet, auch wenn man natürlich auf den ersten Blick denkt, so, what the fuck? So.
Ah, das ist auch wieder sowas, was ich immer seltsam finde, dieses Verhältnis von Waffen zum Realitätsempfinden des Spielers. Zauberer finde ich ja persönlich immer ziemlich cool. Die mobile Artillerie, ja, hervorragend. Ich sehe mich an die mobile Infanterie aus Starship Troopers. Bogenschützen ist eigentlich im Allgemeinen nicht mein Ding. Fernkampf ist ja gut und schön, aber wenn kein Schadensoutput stattfindet, finde ich das lächerlich. Priester, das ist so Heil-Buff-Gedöns, ist auch nicht mein Ding. Ja, wieder so ein Buffer, ja, auch nicht mein Ding. Ich spiele ja oft allein und da brauche ich irgendetwas, was ein bisschen was aushält und gleichzeitig recht gut raushauen kann. Achso, das ist eher so der Berserker mit den zwei Waffen, weil als Tank ist es nicht so toll. Das ist ein klassischer Tank, also ja gut, dann nehmen wir halt die. Hier finde ich eh die Rüstung ziemlich gut. Gut, als erstes kaufen wir der Frau eine anständige Hose. Meine Güte. Na. Jetzt holen wir erstmal den Star-Friseur. Jetzt sieht sie doch nichts. Immer dieses eine Auge zudecke. Also das ist irgendwie so Zufall oder so. Aber egal. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Nö, das kann. Was soll das sein? Na, das ist doch okay so. Ja, das kann auch so bleiben. Purpuraugen, wie triste Urnen. Das finde ich hat was. Nö, das war alles okay. Genau, ist da was mit einer Hose? Ja, das ist doch schon mal, das ist doch mal anständiger. Kann man mal in die Öffentlichkeit mitgehen? Ist auch okay. Ah, das ist die, das ist die Rüstung. Ja, das ist doch Kinder. Lila, bah. Das ist auch schick. Nee. So, jetzt nochmal. Ja, das hat irgendwie was, gell? So ein bisschen überkandidelt, aber hat, das macht auf jeden Fall Eindruck, okay? Jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Was ist denn hier so ein herausstechendes Merkmal? Nein, da will ich jetzt keine Diskussion drüber führen. Ach komm, wir probieren das. Jawohl, und da sind wir. Dann spielen wir mal. Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Also so wie mir das Mädel da gerade eben zugewunken hat, das hat mich eher an Game of Thrones erinnert. So, das mache ich mal weg, weil das ist, stört das so ein bisschen, diese ständige Poste da unten. Okay. Also, so wie wir es rausgesucht haben mit der Rüstung, würde sie quasi aussehen mit einer tollen Ausrüstung. Jetzt mit dieser Standard-Anfänger-Gedöns sieht es halt so aus. Zum Beispiel hat sie immer noch keine Hose. Also, erste Quest für uns, wir besorgen der armen Frau eine anständige Kleidung.
So, das ist die Hafenmeisterin. Also ich habe schon diverse Hafenmeister kennengelernt in meinem Leben. Die sahen noch nie so aus. Finde ich irgendwie jetzt ein bisschen enttäuschend. Die Realität hat vielleicht die bessere Grafik, aber eindeutig die schlechteren Charaktere. Gut, die Frau hat auch an Stoff gespart. Ist ja auch okay. Das fällt mir immer wieder auf bei so MMOs. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass sie hauptsächlich von und für Männer gemacht werden. Habe ich zumindest so den Eindruck. Will mich jetzt nicht beschweren. Ja, für mich ist das eine äußerst erfreuliche Anblick. So, dann drücken wir mal F. Helfen ist ehrenvoll. Ja, so Anfängergedöns kann man mal alles annehmen. Mal gucken, wenn die Jungs online kommen. Das wird ja heute Abend nicht mehr passieren. Die Tage irgendwann werde ich mit denen zusammen spielen. Mal gucken, ob die mich dann auch so ziehen können wie in anderen Spielen, die Leute. Mal gucken. Wenn wir hier mal zügig vorankommen. Finde ich auf jeden Fall schön, dass wir für die Föderation kämpfen. Als Treggy finde ich das immer sehr sympathisch. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob dieser Hinweis, also dieses mit die Föderation, ob das im Prinzip ein Hinweis darauf ist, dass es hier auch Realm vs. Realm gibt. Aber das alles werde ich erfahren, wenn ich mit den Jungs zusammenspiele, die hier schon hohe Level haben, in Allies spielen. Die kennen sich hier aus, die werden mir da Fragen beantworten können. Für die Föderation! Ich decke euch den Rücken! Möchtet ihr was von mir? Passt gut auf euch auf. Also rein optisch sieht das richtig gut aus, will ich an der Stelle mal erwähnen. Also ich finde das echt schön hier. Da habe ich in letzter Zeit ganz andere Sachen zu Gesicht bekommen. Wie? Was? Ist es wichtig? Aha. Rechte Maustaste, linke. Gut. Und hüpfen. Die Runde machen. Sucht Centurio Kishale am nördlichen Kontrollpunkt. Gut, nach Norden geht's da lang. Sieht man an der kleinen Minimap oben rechts, da steht nämlich Norden. Das hat sich offensichtlich direkt eingenordet, der Autokompass. Finde ich nett. Was wird das da? Also Hilfe, okay. Okay, also weiter nördlich geht nicht mehr und hier ist er nicht. Ich bin fehlgegangen. Wir probieren mal was aus. Nee, es gibt, also hier gibt es keine Autofunktion, dass ich einfach das Ziel, also dass ich hier quasi den Quest Gegenstand Charakter anklicke und das und es wird automatisch hingelaufen. Das gibt es ja in verschiedenen Spielen, die ich gezeigt habe. Finde ich ja persönlich immer ganz komfortabel, obwohl das vielleicht ein bisschen sehr faul ist. Also in der Norden bin ich aber nicht gelaufen, ich bin jetzt zügig nach Osten gelaufen. Achso, der nördliche Kontrollpunkt muss nicht unbedingt nördlich von der Startposition liegen. Macht auch irgendwie Sinn. Stimmt. Ach, das ist auch interessant, wie die nachgeneriert wird. Ihr seht kampfbereit aus. Möge Kaias Gnade mit euch sein. Das ist ein Centurio? In welcher Armee? Elfen weisen den Weg. Spürt die Macht des Kerns.
Wir gehen mal ins Inventar. Also ein bisschen publisch. Okay. Das soll ein Kettenpanzer sein. Also für mich sieht das an einem Lederpanzer aus. Ah, ist auch interessant. Die verändern sich da nicht mehr. Das ist aber eigentlich auch nicht verkehrt. Okay. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Da haben wir doch mal irgendwas, auf das wir einkloppen können. Damit wir in dem Video wenigstens auf irgendwas noch eingeschlagen haben. Obwohl das Geschöpf jetzt eigentlich nicht feindselig aussah. Oh, da kommt wieder hoch. Gut, hier werden die Kreaturen auch schlecht bezahlt. Das kennen wir auch aus anderen Spielen schon. Ich weiß auch nicht, ein friedlicher Terron oder ein Kilihetu oder so anzugreifen. Ich weiß nicht recht. Das hat so ein bisschen was von, ich dringe in Fangorn ein und greife Enzo Huons an. Sieht jetzt eigentlich auch nicht sonderlich feindselig aus, sondern eher nach Ureinwohner, der nur eine fröhliche Hula-Kette umhängen will und Hula tanzen. Ich soll aber tatsächlich diese Kreaturen jagen und ihre Klauen sammeln. Aggressiv sind die aber nicht. Naja, ich würde mal sagen, oh, ein geflochtenes Schild fällt mir gerade erst auf. Ich würde sagen, fürs erste Video langt erstmal. Ich komme ja noch häufiger hierher. Das ist also jetzt nicht so dieses, ich mache ein relativ langes Video, um es fürs Infractor Games Archiv aufzunehmen, sondern das ist jetzt nur das erste Video und ich komme häufiger wieder her. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof gemacht, dass das Schild so in der Luft schwebt und diese Teleskoplanze. Naja, wie gesagt, also ich komme noch häufiger her, dann auch mit Clan-Freunden und Kollegen und dann spielen wir hier. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, wir sehen uns dann hier bald wieder. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und im nächsten Spiel. Bis dahin, tschüss!